demokratiepolitische Normalität. Wenn sich 60% der Stimmen in Niederösterreich in zwei Parteien finden und eine Koalition machen, wer bin ich dann, wenn ich demokratische Ergebnisse nicht respektieren würde? Das sage ich auch diesen verwackelten Gestalten, den Omas von rechts und den Geriatrieregimentern, die hier glauben, wenn sie besonders laut krächzen, ein demokratisches Votum außer Kraft zu setzen. Die Koalition, das Arbeitsübereinkommen, hat sich gebildet auf Basis der Demokratie, der Landesverfassung und wird nun zu arbeiten beginnen. Die Gewitterwolken in Niederösterreich sind logisch, denn Gundel Gaukelei, Johanna Mikl-Leitner wurde gewählt. Und natürlich raucht ihr der Kopf, weil sie ja in Wahrheit ihre eigenen ÖVP-Wähler verraten hat. Wir dürfen nicht vergessen, Johanna Mikl-Leitner hat die letzten 5 Jahre das Dogma kreiert. Niemals mit Udo Landbauer, niemals mit Herbert Kickl. Und nun liegt sie mit beiden im Bett. Also ja, manche ÖVP-Wähler sagen obszön. Udo Landbauer, Herbert Kickl können sich freuen, denn sie haben Johanna Mikl-Leitner und auch die ÖVP über den Tisch gezogen. Sagen Sie jetzt über Johanna Mikl-Leitner aus und was wird das in Zukunft bedeuten für die Wählerstimmen der ÖVP, glaubst du? Naja, die Wähler der ÖVP können gleich zur FPÖ gehen, würde ich sagen. Wir sollten ja uns daran erinnern. Johanna Mikl-Leitner war, die Sebastian Kurz gezwungen hat, Herbert Kickl aus der Regierung als Innenminister zu entlassen. Und es war Johanna Mikl-Leitner, die in Neuwahlen gegangen ist. Und es war Johanna Mikl-Leitner, die Schwarz-Grün auf Bundesebene gezimmert hat. Nun sind ja die Wähler davongelaufen, dahinter ging auf Grundeis. Und nun schaut die Situation so aus, dass Johanna Mikl-Leitner am Ende nur mehr Udo Landbauer übergeblieben ist. Das heißt, sie musste die blaue Krux schlucken und dazu noch Herbert Kickl küssen und dann noch die gesamte Corona-Politik der Bundesregierung, ihrer eigenen Bundesregierung der letzten 3 Jahre der Lüge strafen, nur damit sie das Höschen so weit runterlässt, damit auch Udo Landbauer anspringt. Das heißt, ein schwarzer Tag für die Österreichische Volkspartei, vor allem in ihrem Epizentrum in St. Pölten, aber dann doch ein erfreulicher Tag für Herbert Kickl, der sich seit Wochen zurücklehnen kann und sagen kann, die ÖVP sind meine besten Wahlkampfhelfer. Definitiv, das kann man wirklich sagen. Wir spulen noch ein bisschen die Zeit zurück. Am Anfang wurde ja verhandelt mit der SPÖ. Sven Hergovich war ja sehr selbstbewusst. Ich war selbst dabei bei der Pressekonferenz. Er hat ein bisschen gegen die ÖVP geschossen, hat gleich seine Punkte genannt, von denen er niemals zurücktreten wird. Ich dachte mir noch, na, das ist aber mutig, weil jetzt könnte die ÖVP gar nicht anders. Ich glaube, er hat wahrscheinlich angenommen, sie würde sich nicht mit der FPÖ zusammenschließen. Wie hast du damals den Auftritt auch von Sven Hergovich vielleicht hier noch erlebt? Naja, Herr Herovic, Sven hat gemeint, er hackt sich eher die Hände ab, als Johanna Mikl-Leitner sie zu reichen. Die Konsequenz war, dass er nunmehr kopflos, armlos, handlos, fußlos und wahrscheinlich hirn- und zahnlos herumrennt. Denn Sven Herovic hat 2 sozialdemokratische Regierungssitze errungen, als drittstärkste Partei gemäß dem Proporz, ist abgeputzt wie ein Christbaum zu Maria Lichtmes und die Bürgermeister der Sozialdemokratie in Niederösterreich müssen jetzt zu Johanna Mikl-Leitner oder zu Udo Landbauer pilgern. Das heißt, Sven Hergovich hat sich verspekuliert. Er hat geglaubt, er ist der neue sozialdemokratische Superstar. Und Johanna Mikl-Leitner mit einer doch gewissen politischen Erfahrung hat ihn, wie gesagt, desavouiert und vor die Tür gestellt, wie man halt renitente kleine Wasteln halt in ein Erziehungsheim bringt. Und genau das ist Sven Hergovich passiert. Er kann heute zuschauen. Die Sozialdemokratie schaut erste Reihe fußfrei zu, wie sich eine Regierung in Niederösterreich bildet, wo sie eigentlich immer daran beteiligt waren. Ja, aber es ist vielleicht sogar besser so, weil wenn man sich den Zustand der Sozialdemokratie anschaut, die German Next Top Model fast übertrumpfen, indem sie derzeit mit 5 Kandidaten ihren künftigen Parteivorsitz und das die nächsten 4 Monate suchen, ist es vielleicht mit Blick auf den instabilen Haufen der Roten sogar gescheiter gewesen, dass man die Sozialdemokratie in keine Regierungsverantwortung mehr lässt. Gabriele Heinisch-Hossek war heute selbst überraschend mit dabei bei dieser Großdemonstration. Findest du aber einer gewissen Position, dass es angebracht ist, mehr oder weniger damit zu rufen und sich da auch unter den Demonstranten hier eben zu mischen? Soll jeder demonstrieren, wie auch immer will. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht in unserer Republik. Die Frage ist nur immer, gegen was demonstrierst du? Ich neige dazu, dann meinen Protest zu erheben, wenn ich merke, dass Tendenzen, politische Tendenzen gegen die Verfassung und die Demokratie gerichtet sind. Im Blickpunkt Niederösterreich ist es doch eher so, dass die niederösterreichischen Parteien ÖVP und FPÖ eher dem demokratischen Ergebnis nachkommen und nicht widersprechen. Das heißt, wenn man gegen Demokratie demonstrieren will, als Altvordere, Omas gegen rechts und diese Mumien alle heißen, gut, dann soll man es tun. Wie gesagt, jeder muss mit seiner Tagesfreizeit auskommen, wie er es für richtig hält. Ich würde es nicht tun.
Liebe Gerald, ich würde dich bitten, ganz kurz noch in der Leitung zu bleiben. Wir blicken jetzt noch ganz kurz hinein hier eben zu dieser Landtagssitzung, denn jetzt heißt es Udo Landbauer oder Stefan Bernkopf und wir sind damit auch gleich wieder bei dir, werden das Ganze diskutieren. Wir schauen mal, wie weit hier schon die Stimmabgabe ist. Es wird noch ausgezählt. Somit vielleicht könnte ich, lieber Gerald, könnten wir die Zeit noch überbrücken, indem ich dich auch ganz kurz frage. Wir wissen ja jetzt schon, Johanna Mikl-Leitner wurde erneut zur Landeshauptfrau gewählt. Sie hat 24 Stimmen erhalten. Aber das war am Anfang auch ein bisschen wackelig, die Geschichte, oder? Wie siehst du das Ganze? Naja, wenn man keine Mehrheit mehr hat wie die ÖVP, die ja sowohl im Landtag als auch in der Landesregierung die Mehrheit verloren hat, dann ist alles immer wackelig und dann ist alles immer eine Zitterpartie. Noch dazu, wo ja die Freiheitliche Partei für sich selbst festgestellt hat, Johanna Mikl-Leitner nicht zu wählen. Das heißt, das ist natürlich ja eine prekäre Situation. Man muss aber sagen, alle haben in Wahrheit gehalten. Also es haben offenbar die ÖVP-Mandatare gehalten. Es hat auch die Zusage der Freiheitlichen gehalten, weiß zu wählen, also ungültig zu wählen und damit der ÖVP über eine Hintertür zu ermöglichen, den Landeshauptmann zu stellen. Das heißt, die erste Nagelprobe für die Verlässlichkeit beider Regierungsparteien ÖVP und FPÖ ist damit erledigt. Die Wahl des Landeshauptmannes, der Landeshauptfrau ist über die Bühne gegangen. Nunmehr wird Udo Landbauer gewählt als erster Landeshauptmann Stellvertreter. Eine reine Formsache im Wort, weil gemäß Proporz steht es ihm zu als zweitstärkster Partei. Also ich glaube, da hat man im Vorfeld viel mehr spekuliert, als dann in der Realität herauskommt. Wichtig ist, dass die niederösterreichische Landesregierung mit dem heutigen Tag ihrer Konstituierung in die Gänge kommt, arbeitet. Jene, die unter der Corona-Autokratie gelitten haben, sie auch entschädigt. In Zukunft in Niederösterreich das Asylchaos in den Griff bekommt. Und nicht zuletzt die vielfältigen Punkte des Regierungsprogramms auf 36 Seiten Stück für Stück abarbeitet. Und das wird in Wahrheit die wahre Nagelprobe für die Regierung sein. Geschrieben ist schnell einmal was. Also ich schreibe Ihnen auch 30 Seiten in 2 Stunden, ja, die Niederösterreichern, wenn Sie wollen. Am Ende geht es ja darum, das mit Leben zu erfüllen und tatsächlich abzuarbeiten. Und an diesen Daten wird die niederösterreichische Regierung zu messen sein. Was können wir uns, glaubst du, erwarten? Wie sehr wird das Ganze irgendwie auch harmonieren zwischen den beiden Parteien? Und ja, wie wird die ganze Stimmung sich vielleicht auch in der Bevölkerung verändern, wenn man sieht, was da passiert? Naja, ich würde sagen, Liebeshochzeit ist das zwischen Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer nicht. Bestenfalls eine muslimische Zwangsverheiratung, die da hier stattgefunden hat. Aber naja, es geht ja auch nicht um Liebe und Harmonie. Harmonie ist bekanntlich Stillstand. Ich glaube, dass Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer eine gute, tragfähige Basis haben werden und sie werden es erledigen. Davon gehe ich aus. Stefan Bernkopf. Ganz kurz hinein, die Stimmen wurden jetzt ausgezählt. Abgegebenen Stimmen 19 mit Nein und 37 mit Ja. Und bei Udo Landbauer sind 12 Stimmen ungültig. Und von den 44 gültigen Stimmen 19 mit Nein und 25 mit Ja. Damit sind Stefan Bernkopf und Udo Landbauer mehrheitlich als Landeshauptfrau Stellvertreter gewählt. Ich frage Herrn Landeshauptfrau Stellvertreter Stefan Bernkopf, ob er die Wahl annimmt. Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme die Wahl gerne an. Ich frage Herrn und ebenso frage ich Landeshauptfrau Stellvertreter Udo Landbauer, ob er die Wahl annimmt. Ich bedanke mich sehr herzlich und nehme die Wahl sehr gerne an. Ich beglückwünsche beide Stellvertreter unserer Landeshauptfrau zu ihrer Wahl sehr herzlich. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 8, Wahl der Landesräte. Nach Artikel 35 unserer Landesverfassung werden die Landesräte nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts auf die einzelnen Parteien aufgeteilt und gewählt. Der Wahlvorschlag des Landtagsclubs der Volkspartei Niederösterreich lautet auf Ludwig Schleritzko und Christiane Teschl-Hofmeister. Der Wahlvorschlag des FPÖ Niederösterreich Landtagsclubs lautet auf Christoph Luisser und Susanne Rosenkranz. Der Wahlvorschlag des Clubs der sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten lautet auf Sven Hergowich und Ulrike Königsberger-Ludwig.
Nach § 67 unserer Geschäftsordnung muss diese Wahl ebenfalls unter namentlicher Aufrufung der Abgeordneten mittels Stimmzettels erfolgen. Gemäß Artikel 35 Absatz 7 unserer Landesverfassung sind nur jene Stimmen gültig, die auf einen entsprechenden Wahlvorschlag entfallen. Ich ersuche daher die Schriftführerinnen und Schriftführer wieder, diesen Wahlvorgang vorzunehmen. Martin. So, lieber Gerald, jetzt würde ich dich abschließend noch bitte um dein Fazit bitten. Ja, vielleicht eine Zusammenfassung des Ganzen und was das vielleicht auch für weitere Folgen hat. Ja, auf Bundesebene, wie geht das weiter im Nationalrat und Co.? Wie siehst du die ganze Lage? Ja, ich möchte mit der Zukunft beginnen und die Zukunft schaut so aus, dass egal wer für die Österreichische Volkspartei Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl sein wird, nicht mehr seine Wähler vor der FPÖ immunisieren kann und am Ende auch Herbert Kickl nicht mehr dämonisieren kann. Denn wenn man sich von der mächtigen Niederösterreichischen Volkspartei, dem Epizentrum der ÖVP in Wahrheit, dem wahren Machtzentrum, dazu entschließt, mit Herbert Kickl Statthalter Udo Landbauer eine Koalition zu zimmern, dann wird man sich in Salzburg und anderen Bundesländern und auf Bundesebene sehr schwer tun, vor dieser freiheitlichen Partei zu warnen. Das heißt, diese seit 5 Jahren sich innerhalb der ÖVP etablierte Politik, Herbert Kickl ist Bulgacke, er ist Gott sei bei uns, man darf bei ihm nicht anstreifen, er hat politisches Lebra. Dieses Dogma ist in Wahrheit, dieses Mantra ist Geschichte. Und der zweite Punkt ist, dadurch, dass die Niederösterreichische Volkspartei so auf die Freiheitliche Partei zugegangen ist, ich erinnere Corona-Fonds, Wirtshausförderung, Deutsch vor Neuzuzug etc., kann man auch auf Bundesebene sicherlich nicht mehr davon sprechen, dass die Freiheitliche Partei überzogene Forderungen stellen würde, wenn man diesen Forderungen als ÖVP Niederösterreich nachkommt. Das heißt, ich würde sagen, die ÖVP hat sich auf Bundesebene in die sogenannte Rue de la Gac begeben, in die Scheißgasse, übersetzt für alle, die es Französisch nicht können. Und Herbert Kickl kann sich zurücklehnen. Und heute in 4 Wochen, exakt in Salzburg, wird Marlene Swatzek den 2. Platz, möglicherweise sogar den 1. Platz machen, weil Herr Haslauer alle Kraft investieren wird, um seine Wähler zu immunisieren. Und es wird ihm nicht gelingen, weil die eigenen Wähler sagen, ja schau, Haslauer, nach Niederösterreich, da habt ihr mir auch so viel versprochen und am Ende hat die FPÖ gewonnen.